Ja, hallo und herzlich willkommen bei Jo Zeitler. Heute starte ich mit einem neuen Programmformat. Zeitlers schnelle Nummer. Das heißt, ich quatsche nicht vor der Kamera, ich zeige euch einfach, wie ich arbeite. Heute geht es um eine Slideshow in 4K mit tollen Transitions. Aber seht selbst. Also, das ist jetzt das Video. Als erstes nehme ich das Tool Slideshow Maker, füge die Fotos hinzu, indem ich einfach in der Mitte reinklicke, wähle mir im Explorer die Bilder, die ich haben will, und schon sind sie da. In den Einstellungen kann ich einstellen, wie die spätere Präsentation ausschauen soll. Ich verwende hier 4K. Dauer der Fotos nehme ich mal immer 3 Sekunden, sonst wird es ein bisschen langweilig. Übergangsdauer frei wählbar. Den Ken Burns-Effekt, der ist also für dieses Schwenken und Zoomen zuständig, den brauchen wir ja für die Übergänge. Ja, man kann die Bilder sortieren, also die Reihenfolge bestimmen und würde dann, wenn man zufrieden ist, das Ganze in der Vorschau sich anzeigen lassen und kontrollieren und dann später die Präsentation erstellen. Gut, das war es eigentlich schon in dem 4K Slideshow Maker. Wenn er dann mit den Rendern fertig ist, ja, ist ein bisschen abhängig von der Rechenleistung und natürlich der Anzahl der Bilder. Und dann können wir dann später zu Premiere Pro gehen. Was ich mache, ist, ich verwende hier keine Musik schon im Video, weil ich das später ja in Premiere Pro hinzufüge. Man sollte sich aber vielleicht schon im Hintergedanken halten, wenn man welche Musik man später verwendet, damit man eben diese Bildlänge auch dementsprechend einstellt, ob 3 Sekunden oder bei langsamer Musik eher 4 Sekunden, bei schnellen Rhythmuswechsel eher halt vielleicht 2 Sekunden. Das muss man einfach mal ausprobieren. Gut, jetzt sind wir in Premiere Pro, ich habe schon ein neues Projekt erstellt. Da füge ich jetzt dann alle Dateien hinzu, die ich dann für meine Slideshow brauche. Also was wir hier eigentlich machen ist, wir nehmen diese Slideshow, die ja schon diese Ken Burns-Effekt-Übergänge hat, aber die wollen wir das Ganze noch ein bisschen aufpeppen. Über den Explorer ziehe ich mir dann meine Mediendaten eigentlich alle gleich direkt in den Projektordner rein. So, jetzt genau. Also Slideshow ist eben dieses Projekt, das ich angelegt habe. Die Transitions sind die, die ich dann später verwende. Also das ist so ein kleines vorgefertigtes Paket, wo ich einfach in gewissen Abständen irgendwelche Transitions mir angelegt habe und die ich dann einfach in die Projekte wieder reinziehen kann und dann entsprechend anpassen. Slideshow ist also die Movie, die wir gerade erstellt haben. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Musik. Die kommt gleich dazu. Ich verwende davon Artlist Musik, da wo ich die Lizenzen dann auch dazu habe, dass ich die nutzen darf, auch für kommerzielle Zwecke. Gut, dann füge ich mal das Video ein. Dann meine Transitions drüber legen. Und zu guter Letzt kommt noch das Musikstück rein. Das ist natürlich jetzt ein bisschen länger als mein Film, als die Slideshow. Deswegen werde ich das jetzt noch als erstes mal gleich noch ein bisschen kürzen. Man sollte beachten, dass also durch diese Transitions man eventuell entweder die Daten einfach vorrendert dann, diese Stücke, was aber den Nachteil hat, sobald man die verschieben oder anpassen, muss man ständig immer wieder rendern. Also es ist einfach ein bisschen Gefühl. Hier habe ich jetzt die Musik geschnitten und tue sie nach hinten ein bisschen ausklingen lassen. Jetzt gehen wir mal zu den Transitions, schauen uns das mal genauer an. So, jetzt suche ich halt die Übergänge im Film, wo halt das eine Bild ins andere übergeht. Markiere mir das und schiebe dann meine Transition rein. Man sollte also schauen, dass in dem Übergangsstück, also die Mitte von der Transition ist. Und das machen wir jetzt im ganzen Filmchen mal ein bisschen durch. Wenn ein Übergang gefällt, dann markiert man den ganz einfach, kann ihn entweder halt verschieben, wie gesagt, oder man drückt die Alt-Taste dazu beim Verschieben und damit wird er automatisch kopiert. So kann man also auch die ein oder andere Transition öfters verwenden.
was dann ja viel Arbeit erspart. Ja, also ich passe halt hier an, das sieht man, wie das Film sieht. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen langweilig. Aber es ist Echtzeit. Also, ist halt so. Man sieht, es dauert schon ein bisschen, aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall wesentlich schneller als alle anderen Lösungen. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren auch mal schreiben, wie es ihr machen würdet oder wie ihr das macht. Ich meine, warum mache ich das überhaupt? Jetzt kommt der Titel dazu. Weil ich halt das Problem in Lightroom früher versucht habe zu lösen, aber Lightroom kann meines Wissens nach halt nur maximal HD und ich finde es auch viel träger, das Ganze. Vorteil ist natürlich, ich brauche nicht vorher aus Lightroom meine Bilder exportieren, sondern ich kann es halt direkt dann machen. Ja, also das ist jetzt der Titel. Zeitler, schnelle Nummer. Und der Titel, ja, 4K Slideshow. Also wunderbar. Dann gehe ich jetzt noch her und tue das ein bisschen die Deckkraft reduzieren, damit dann, wenn es übergeht, also wenn die Slideshow anfängt, damit wir dort auch schon das erste Bild mit sehen. Gut, ja, das wäre es eigentlich jetzt schon im Großen und Ganzen. Jetzt wird der Film dann noch kurz mal kontrolliert, ob alles passt. Dann exportiere ich den. Shortcut wäre in dem Fall Steuerung M. Dann brauche ich nicht übers Menü gehen. Warte, bis das Ganze gerendert ist. Ja, und dann ist er fertig. Und dann schaut der Film ebenso aus, wie der, den ihr am Anfang gesehen habt. Gut, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben. Wer mir noch nicht folgt, würde ich jetzt auf jeden Fall an eurer Stelle mal abonnieren, weil wenn das Ganze gut ankommt hier und euch das interessiert, dann ja, wird es noch weitere Zeitler schnelle Nummer Rezepte geben. Ich bedanke mich, macht es gut, wir sehen uns, tschüss. So, das war's also. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, Like da lassen und dabei bleiben. Bis nächste Woche.